ich Ihnen helfen? Ich Müssen guck Sie ins gerade. Krankenhaus? Nee, alles gut. Ich gucke mir gerade nur ein bisschen den Himmel an. Ach so, Ja, der alles guckt sich nur gut. den Himmel an. Ja. Kiek gerne auf den Boden. Wer bist du Ach denn? so. Klaus Uhl, mein Name. Kennt man dich? Weiß nicht. Also ich kenne mich, ich kenne dich aber nicht. Welche Gruppe bist du? Oh, Wie, oh, welche oh. Gruppe? Oh, hey, raus aus meinem Auto! Das war aus Versehen, Entschuldigung. Okay, alles gut, alles gut. Gehörst du zu irgendein paar Leuten oder was? Ich gehöre zu nur mir selber. Und hier, dem Miniclub. Mini-Club, habt ihr einen Also, Miniclub? nein, also ich will mal irgendwann einen Miniclub gründen. Ah, Ja? cool. Ist das dein Auto? Hast du es selber gekauft? Ja, guck mal, die Felgen sind geil, Darf oder? ich mal kurz? Ja, aber nicht wegfahren. Nein, nein. Was macht ihr denn Torsten, da? braucht ihr Was Hilfe? machst du hier? Schnüffelpark? Ich wollte mal ein bisschen mein Auto durchchecken, deswegen habe ich hier dieses Board in der Hand. Mal ein bisschen durchchecken, ob alles in Ordnung ist. Okay, cool. Was machst du denn da unten? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Hast du gerade am Auto geleckt? Sag mal, kann ich euch kurz stören? Ja, klar. Ja. Habt ihr eine Idee? Oh, warum? Ich. So. Upsi, wollte ich nicht. Tut mir leid, tut mir leid. Könnt ihr mir sagen, wo ich ein Pickup bekomme? Pickup. Ja, weil ich. Also mit dem habe ich Schwierigkeiten, durch den Wald zu fahren. Bei der Aber bist 200. du dann im Wald? Ja, ein bisschen Holz bellen. Ein bisschen arbeiten. Achso. Ja, dann kann ich dir empfehlen, im Recyclinghof zu gehen, da verdienst du mich mehr. Recycling? Bist du neu Ja. hier oder was? Ja, ich bin seit ein paar Tagen hier. Seit ein paar Tagen, du bist neu. Ja. Okay. Im ganz oben im Norden muss man Ja. gucken. Hast du eine Adresse für mich? Wo kommst du bekannt vor? Wie kommen die bekannt vor? Wie soll das denn 3024. gehen? Ja, wenn du schon ein paar Tage hier bist, ist das ja möglich, ne? Ja, also seit gestern. Also. 3 Tage. Welche Nummer nochmal? 3024. 3004 und Ada. Und dann verkaufst du das unten im Hafen bei Ja. der 43. Verdient man da mehr Geld als mit Holz? Jo. Echt? Ja. Boah, mega, dann fahre ich da direkt hin. Wenn man, wenn du deine Taschen einmal komplett voll machst, 20.000. 20.000! Jo. Oha! Mega. Olaf, Cool. wir müssen mal auf Ja. KFD. Komm. Jo, Okay, jo, jo. Ciao. cool. Viel Spaß euch, tschüss! Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, moin moin. Hallo. Pass auf, ich war im Würfelpark und ich hab eventuell einen noch besseren Job gefunden. Was willst du machen? Würfel würfeln oder? Nee, habe ich schon gemacht, hab gewonnen. nee, Recycling habe ich gehört, soll super gut sein. Recycling. Recycling, ja. Was sollen wir denn recyceln? Ja, das werden wir dann sehen. Aber man hat mir gesagt, ich muss in den Norden fahren. Da ist dann so eine Firma und da kann ich recyceln und dann verkaufe ich das unten am Hafen. Und da Okay, sehr sorgen krass. wir wohl ganz schnell, pass auf, halt dich fest, nicht, oha! Da sollen wir wohl ganz Ey, du hast schnell. gerade ein Foto von meinem Auto gemacht. Hallo? Ja, hör mir mal zu. Ich sag mir, wo du bist, ich hole dich ab und wir fahren arbeiten. Was hältst du davon? Ja, ich bin hier mit so zwei Jungs unterwegs. Mit den Spacken, die wir vorhin getroffen haben? Ja, ich Oh fahre die einfach zum Auto hin, da ich will die nee. mal kennenlernen. Oh nee. Lässt du mich für die zwei Spasten im Stich? Nee, ich komm doch gleich, Rosa. Die brauchen nur ihr Nee, Auto und ihre Uhrzeit. dann mache ich das alleine. Ja, dann Ja, geh tschüss. doch. Blöd, Mann. Oh, es kommt gerade der Drop. I'm on a highway to hell. Die highway to hell. Warte, ich muss kurz Musik ausstellen. Hallo. Ich brauche Hilfe. Wie, du brauchst Hilfe? Ja, Auto ist gegen Gully gefahren. Wie, Auto ist gegen Gulli gefahren? Was hast du gemacht? Und jetzt tut mein Bein weh. Wie? Du bist doch mit deinen Freunden da unterwegs. Ja, aber die sind nicht fähig. Ja, also ich bin jetzt beim Recyceln. Ich kann jetzt nicht mehr. Also Scheiß Freunde. bis ich da bin, können die Jungs sich zum Tschüss. Krankenhaus fahren. Arschloch. Moin moin. Moin, moin. Alles gut bei Ihnen? Ja, schicke Karre. Ja, ey, Sie sind heute nicht der Erste, der das sagt. Habe ich auch gesehen, die kann gut was. Ja, guck mal, vor allem die Nicht Felgen finde ich schlecht. so cool. Ja, die passen. Heute für 4.000 alles gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, was meinen Sie denn hier?
Nichts. Bei mir gab es gerade Komplikationen. Ich musste einen Bauern nicht machen. Oh nein. Naja. Kannst du denn irgendwo mit dieser schicken Kiste mitnehmen? Ehrlich gesagt, tatsächlich ja. Ja, wo gehört sie hin? Und zwar steht mein Auto noch bei 225. Nicht 2025. 2000, lass mich mal kurz auf Google Maps gucken. 225. Die Autobahn richtig. 20. Ah, da, ja, sehe ich, ja. Genau. Oh, ist ja ein Katzensprung. Da muss ich sowieso den Weg zurück. Ja, das wäre super. Ich kann sie gerne mitnehmen. Dann hopp, hopp ins Auto. Ins Sexmobil. Definitiv. Ja. Auf der Bringbank lässt sich was machen. Ja. Und die Sitze sind breit genug, um hier ein bisschen was anzustellen. Definitiv. So. Wie ist denn Ihr Name? Klaus Uwe, mein Name. Und wie ist Ihr Name? Arman. Arman? Oh, genau. Klingt italienisch. Nee, ich bin Kasache. Ach so, ja gut. Ja, ich habe schon viele Sprachen gehört. Alles gut. Ja. Fahre ich in die richtige Richtung? Glaub ja, oder? Ja, alles gut. Cool. Ja, erzählen Sie mal ein bisschen von sich, wenn wir schon ein bisschen so Zeit haben. Was soll ich von mir erzählen? Ich bin seit ein paar Tagen auf dieser Insel. Hey, ich auch. Fast eine Woche. Auch. Und ja, bin mit meinen Kollegen unterwegs immer. Mhm. Und ja. Zurzeit sind wir viel auf der Suche, falls Sie schon die neuesten Informationen gehört haben. Nee, also ich bin seit gestern erst da. Ach so, okay. Anscheinend gibt es irgendwo auf der Insel einen Schwarzmarkt. Oha. Und jetzt ist jeder am Suchen. Ach so, und dann wollen sie da kriminelle Sachen machen? Nicht unbedingt, aber man will sich auch schützen können. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe. Man kann ja auch ein Waffenscheiner werden. Irgendwie, das weiß ich auch noch nicht wo. Ach so. Dann ist das ja auch legal. Klingt spannend. Also wissen sie, mein Traum ist mal... Ja, das wollte ich fragen. Ja, kennen Sie den Film The Italian Job? Welchen Job? The Italian Job. Ja, die Italien, ja. Ja, ich will auch so eine Mini Cooper Crew gründen. Mhm. Okay, ja, cool, deswegen habe ich hier den, deswegen habe ich den Flitzer. Mhm. Ja, und jetzt muss ich halt noch zwei, nicht vier, drei Freunde muss ich noch suchen. Die wir sind schon vorbei. Oh, scheiße. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Scheiße, ja, ich drehe mal bei der nächsten Möglichkeit. Alles gut, kein Problem. So, Vorsicht, jetzt können Fast and Furious, habe ich den Trick gelernt. Mhm. Oh, ja. Hat fast geklappt. Ja, scheiße, die Handbremse muss mal erneuert werden. Ja, also jetzt bin ich, wie gesagt, neu. Und ich würde so eine Crew richtig cool finden. Aber so eine coole Crew. So. Jeder hat so einen Mini, so einen weißen. Ich habe den roten und dann brauchen wir noch einen blauen Mini. Mhm. Ja. Warum nicht? Ja. Nur wissen die, ich bin ja super lustig drauf immer. Oh, Vorsicht, jetzt, ich will jetzt nicht hier. So, ja, mach mal Platz da. Nur muss ich halt die richtigen Leute für die Crew finden, wissen Sie? Ja, klar, da will ich jetzt nicht einfach irgendwelche so Vollidioten einstellen, wissen Sie? Weil klar. Ich bin halt, ne, super intelligent und mach doch mal Platz! Blöd, ich glaube, Sie können ja gar nicht drauf fahren mit Ihrem Auto links. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber steht gerade da vorne. Ich komme sofort wieder, ja? Dann reden wir noch kurz fertig. Okay, cool. Ey! Oh, ups. Bin sofort da. Okay. Sag mal, wollten Sie in die Stadt zurückfahren? Ja. Würden Sie mich mitnehmen? Nee, mein klar. Auto wurde abgeschleppt. Oh nee. Ja. Ja, das ist ja blöd. Ja, das gerne. Das geht ja immer ziemlich schnell. Gerne. Also einmal zum Abschleppdienst. Ja, das wäre perfekt. Ja, ist ja auf dem Weg. Ich muss ja jetzt zum Hafen. Das ist ja ein Katzensprung. Liegt ja auf dem Weg. So, einmal. Da waren Sie auch beim Recycling arbeiten. Ja. Weil ja, ich vorhin nämlich auch. So. Dann hat mich mein Kollege angerufen, dass er irgendwo stecken geblieben ist. Und dann bin ich dorthin und dann waren wir beide stecken geblieben, falls Sie verstehen. Ja, aber in der Frau oder wie? Ganz komisch auf jeden Fall, ich kann das nicht erklären. Okay, ja, das klingt komisch, ja. Ja, und dann mussten wir beide ein Powernap machen und... Ach so. Ja, aber das ist doch gar nicht mal so weit entfernt von der Frau. Also, da liegt man ja auch im Bett und so. Ja, ich sehe rüber. Warum fährst du denn links? Mann, blöd Mann. So, wir sind da. Ja, dann vielen Dank. Ich gebe dir gerade nochmal meinen Kontakt da. Ja, gerne doch. Das ist nämlich das Wichtigste auf der Insel. Ja, habe ich auch schon gehört. Arman Bulat. Cooler Name. Dankeschön. Cooler Name. Mhm. Cool.
Dann viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, gerne. Ah, und ja, dann schönen Abend noch, ne? Gleichfalls, danke. Ciao, ciao. Yeah. Oh, scheiße, muss ich abfahren. Wow, scheiße. Verdammte Axt. Ey, nein! Ich hab mich verdrückt. Ja, geil, wenn die Stimmbänder funktionieren. Also einer impoundet den Wagen, der andere packt ihn, nimmt ihn auf die Schulter. Ja, alles klar. In der Reihenfolge. Clement, ihr sieht den Wagen, Rekrut, sie nimmt ihn auf die Schulter. Querdenken, Carry. Querdenken, Carry? Okay. Ganz genau. Da ist ein T-Muskel. Ja, bin gerade dabei. Ich will gerade nicht. Moment. Jetzt. Okay, perfekt. Digga, das Ding ist, ja, ich glaub, das geht der Polizist, ja, im, der Polizist im Hintergrund kann nicht in mein Auto steigen, weil ich Fahrerseite perfekt blockiert ist wegen der Autobahn. Nein, so der Arme. Was ist mit Clement los? Er soll den Wagen doch noch einfach einpacken. Der Arme. Achso, was ist los? Der Wagen ist so fest, dass wir den da nicht rausgezogen haben. Okay, drauf geschissen. Wir müssen diesen Mann retten. Boah. Wie geht's ihm? Moin. Ja, ein bisschen. Irgendwie tut alles weh. Was ist passiert? Ich bin mit dem Auto gefahren. Ja. Und dann. Also, wissen Sie, ich habe eine Spinne auf dem Kopf, also die Frisur. Und ich dachte, die wäre auf meinen Arm gesprungen. Und dann bin ich während der Fahrt aus dem Auto gesprungen. Sie sind während der Fahrt aus dem Wagen gesprungen? Ja, ich habe mich so sehr erschreckt. Das ist nicht so gut. Aua. Das ist nicht so gut. Aber haben die. Ich hoffe, die Medics haben sie hingekriegt. Ja, yeah. Ich hoffe auch, alles ist noch da, weil ich gerade schwer geschuftet habe. Ja, wir kamen vermutlich ein bisschen zu schwer, weil das Problem ist, wir dachten, dass die Medics noch im Dienst sind, aber scheinbar ist gerade keiner von denen im Dienst. Und dann haben wir spontan das übernommen. Okay, vielen Dank. Es tut uns auf jeden Fall leid, dass wir ein bisschen zu spät da sind, schlecht. Aber ich hoffe, es geht Ihnen jetzt gerade besser. Ja, sein Nacken tut noch ein bisschen weh, aber ich bin noch froh, dass ich noch die Luft atmen kann. Ja, also wir haben hoffentlich den Wagen eingezogen. Also eigentlich haben wir den eingezogen. Dann melden Sie sich beim PD bitte. Ja. Dass die wegen einem Verkehrsunfall, da, dass wir den einziehen mussten. Ja. Und dann kriegen Sie den auch wieder. Weil wir müssen jetzt wieder los, weil irgendwo ist noch ein Missgeschick passiert. Oh, okay, vielen Dank, dass Sie mir mein Leben gerettet haben. Was passieren sollte, falls irgendwie was fehlen sollte, gerne melden. Ja. Auch beim PD dann persönlich melden. Wir kriegen das alles geklärt. Alles klar, vielen Dank für die Hilfe. Bei wem kann ich mich denn bedanken? Wie heißen Sie denn? PD 13, Mike Edwards. Mike Edwards, vielen Dank, dass Sie mein Leben gerettet haben. Das ist unser Job, dafür werden wir bezahlt. Vielen Dank, schönen Tag noch. Tschüss. Das war jetzt witzig, erstmal so ein Missgeschick. Aber ich lebe und ich habe noch meine Ressourcen, ja! Ich habe nicht umsonst gearbeitet. Ich habe nicht umsonst gearbeitet. Jemand da? Hallo? Hallo? Moin. Ein wunderschön. Moin, ich bin der Klaus und ich bin vorhin von einem Polizisten gerettet worden und der sagt... Kleiner Umblick mal. Müssen Sie sich hier so rumschreien? Oh, tut mir leid, ich dachte, niemand hört mich. Tut mir leid. Möchtest du einfach mal kurz mit reinkommen? Ja, gerne. Bin noch nie hier drin gewesen, wissen Sie das? Besser ist es meistens. Tja, ich bin doch ein braver Junge. Können gerne platzen, wenn Sie möchten. Ja. Ich hab ein Blatt. Ja. Dann warten Sie mal kurz. Ich will mir mal kurz irgendwas schreiben. Okay. Oha. Ist ja. Ihnen gut? Brauchen Sie ein Wasser oder so? Nee, ich liege gerade lieber auf dem Boden. Bin gerade im Krankenhaus aufgewacht. Oh, nicht gut. Ja. So, der Herr. Was kann ich tun? Ja, also der nette Polizist, der hat mir mein Leben gerettet. Und der hat gesagt, ich soll hier ins PD kommen und mein Auto abholen. Das ist ein roter Mini. Wie hieß denn der Kollege? Oh, ich glaube, wie Edwards, glaube ich. Edwards, so, komm mal her, bitte. Ein cooler Typ war das. Ja, das ist er doch. Hallo, Herr Edwards. Wagner. Hallo. Hi. Von Wagner. Einmal bitte einschnappen und gucken, was da los ist. Da wurde schnell gucken. Was? Ich verstehe dich nicht. Hallo, Herr Edwards. Okay, ich wurde jetzt hinbestellt. Ja, bitte.
Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, Sie haben ja gesagt, ich soll ja hierher kommen, mein Mini abholen. Ja, also ich... Kommen Sie mal mit, folgen Sie mir mal. Jo, gerne doch. Also ich hoffe, es hat geklappt, dass der hier bei uns gelandet ist. Ansonsten müssen wir Sie dann nochmal zum Wagen fahren. Ja, oh cool, kann ich ja nochmal ein Polizeiauto fahren, das wäre cool. Aber weil scheinbar haben wir gerade so ein paar Probleme mit dem Einziehen von Autos. Ja. Deswegen hoffe ich, dass der jetzt einfach hier ist. Ja. Haben Sie nicht noch so einen coolen Mustang? Ja, den darf ich nur nicht fahren. Oh, warum das denn nicht? Ich bin nur Officer. Das ist quasi zwei Gehaltsklassen über mir. Ihr dann hart schuften und dann können Sie mich vielleicht mal irgendwann in einem Mustang-Leben retten. Ja, das stimmt. Wissen Sie denn, was für ein Modell das nochmal war? Boah, irgendwie so ein, irgendwas mit Issa, glaube ich. Ist sie? Ist sie Classic vielleicht? Ja, genau. Ist sie Classic. Können Sie einen Schritt vielleicht zur Seite, bevor es explodiert und knallt? Und oh, das wollen wir ja nicht. Ich hoffe, es ist dieser. Ist es ja. Ja! Oh, was ist denn da los mit der Klappe? Da fehlt ja was. Ja, das stimmt. Mal gucken, ob unsere Mechaniker das hinkriegen. Ja, das wäre super. Nicht, dass ich noch Ärger von ihm bekomme, weil mein Auto kaputt ist. Ja! Unsere Mechaniker sind die besten. Das stimmt. Oh, wie nagelneu. Ich brauche einmal Ihre Glückszahl. Meine Glückszahl? Ja. Warten Sie. Das ist aber eine Schniekenkarre. Vielen Dank. Ja, finde ich auch. Haben Sie was noch machen lassen? Ja, sehen Sie die Felgen da? Ja, ja. Ja. Also ich war vorhin im Würfelpark und dann kam eine Frau auf mich zu, sie sagte, ich finde das Auto richtig geil. Das glaube ich sofort. Ja. Ich fühle den Wagen auch, bin ich ehrlich mit Ihnen. Wissen Sie, ich hab einen Traum. Kennen Sie The Italian Job? Ja, selbstverständlich. Ja, ich traum auch davon, hier in der Stadt so eine Mini-Cooper-Kuh aufzumachen. Ja, warum denn nicht? Was kostet denn so ein Wagen? Also, dieses Traumauto habe ich für 5.000 gekauft. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich wünsche einen schönen Abend noch. Ja, vielen Dank. 5.000? Ja, 5.000. Also Sie haben aktuell nur die Felgen machen lassen? Ja, die Felgen habe ich für, ich glaube, 4.000 gemacht, mit Lackierung. Boah, die Felgen sind ja fast so teuer wie der Wagen. Ja, aber das ist mir wert. Das ist mein Traumauto. Ja, danke. Passen gut, harmonieren gut. Ja, finde ich auch. Ein Sau- und Frauenmagnet habe ich gehört. Ja. Muss ich nochmal austesten. Muss ich nochmal in den Würfelpark fahren und nochmal auf Jagd gehen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich nochmal Erfolg haben werde. Das ist mal was Ungewöhnliches. Wie bitte? Haben Sie so schnell reparieren lassen? Ist das ein Fahrzeug? Der ist mein Fahrzeug, ja. Ja. Polizist meinte, Sie haben die besten Mechaniker der Stadt. Ja, das stimmt. Ja. Cool. Was machen Sie hier so auf der Insel? Also ein bisschen arbeiten, ein bisschen was für die Umwelt, ein bisschen recyceln. Viel im Würfelpark, ein paar coole Leute kennenlernen. Spaß gehabt. Ja, schon mal über eine Karriere im PD nachgedacht? Boah, weiß ich nicht. Also ich weiß, ich bin intelligent, aber ich glaube, ich bin zu intelligent fürs PD, wissen Sie? Oh, das klingt dann eher nach FIB. Ja, nee, das ist zu langweilig. Sehr immer viel Schreibkram. Sehen Sie, was auf meinem T-Shirt steht? Why so serious? Deswegen, dafür bin ich einfach... Nee, nicht, ist zu langweilig. Wissen Sie? Lassen wir das mal so stehen. Ja. Nicht, dass ich noch was Falsches sage und Sie irgendwie... Nee. Alles gut. Dann, ich bedanke mich. Bedanke mich an meinen Lebensretter, ne? Ja. Ja. Ganz vorsichtig. Ja, diesmal hoffentlich keine Spinne auf der Hand haben. Und dann, ja. Vielen Dank. Ja, Spinnen sind immer so tückisch. Ja, wissen Sie, viele sagen, meine Frisur sieht aus wie eine Spinne und manchmal schrecke ich mich von meiner eigenen Frisur, wissen Sie. Und ich hasse nämlich Spinnen. Klar, Einsatz, Jungs. Oh ja, ich störe nicht, ich fahre runter. Vielen Dank. Fahren Sie vorsichtig. Ja, tschüss. Jungs, geht. Moin, moin. Alles gut? Ja. Bist du ein bisschen am Goldfarmen, oder? Nee, ich habe was für die Umwelt getan. Bisschen recycelt. Was denn? Bisschen recycelt. Recycelt? Yeah. Na, stark. Mal so, bist du schön brav am hier Müll trennen? Links, rechts, links, links, ja, rechts, genau. Rechts, links. Aber ich habe ja, so hab eine Links-Rechts-Schwäche, deswegen manchmal einfach acht durch die Mitte. Ja, stark. Servus. Bist du Müllmann, moin, moin. Oder? Nee, ich bin einfach der Klaus. Der Klaus? Ich bin Klaus, aber nicht von Santa Claus. Ah, hätte ich fast gedacht, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich sehe doch nicht aus wie Santa Claus mit der Spinne auf dem Kopf. Oh, warte mal, ist das Pikachu da drauf? Jo, richtig. Das war er mal. Ich liebe Pokémon. Ja, stark. Ja. Na gut, dann wollen wir dich nicht aufhalten. Ja. Tu was Gutes. Mhm. Sehr schön, dass du hier für die Umwelt und fürs Recyclen-Dings. Ja, richtig, alles klar. Ciao. Ja, ciao. Einen coolen Bart hast du, wollte ich mal sagen. Cooler Schnurrbart. Oha! Hilfe!
Oh, was geht denn los? Oha! 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 Ach du Scheiße! Haben Sie gesehen, was hier passiert ist? So halt. Also irgendwie war Schießerei hier. Gegen wen? Also ich war da beim Parkplatz. Oh, Moment. Okay. Oha. Kann man Ihnen jetzt gerade helfen? Nee, aber der Polizist hat gefragt, ob ich was gesehen habe. Haben Sie denn was gesehen? Ja, also ich bin da hinten am Parkplatz gewesen. Und weil ich auf Twitter gelesen habe, hier soll irgendwie eine Party sein im Würfelpark. Und dann war da so ein Truck, da haben dann irgendwie drei Jungs drauf getanzt. Und ja. Dann wollte ich wegfahren, habe ich auf einmal gehört, ja, lass uns die schlagen. So, und dann bin ich da zum Auto, bin ich einmal die Runde gefahren, auf einmal wurde die geschossen und jetzt sind irgendwie drei Leute tot. Okay, ja, sehen Sie es mir nach, aber da vorne liegt noch eine verletzte Person, ich muss mich da erstmal... Oh nein, okay, ich bin schon weg. Tschüss. Hess. Le. Hess. Au. To. Moin. Was machst du da mit dem Auto? Ja, ich glaube, das gehört einem Kollegen von mir und ich mag den nicht. Okay, dann mach ich mal mit. Ja, richtig. Aua. Nicht ins Gesicht. Nein, da. Oh, nicht, dass es gleich explodiert, das Auto. Was hat der Mann gemacht? Ja, das ist, ja, kennst du einen Rob Otter? Was hat er gemacht? Sorry. Alles gut. Gott. Alles gut. Ich glaube, ich muss ja auch mal kurz... Ah, scheiße. Ich glaube, ich irgendwie den Arm aufgehe. Oh, weh. Aber wir haben uns doch hier kennengelernt, da beim Depot, genau. Unten, oder? Genau, ich bin der Martin. Martin? Ja, genau. Ja, aber so teurer Anzug, wo hast du den denn her? Danke. Ja, ich bin Franzose eigentlich. Franzose? Ich hätte jetzt eher Russland gedacht. Nein, es geht. Also, wird ein bisschen verwechselt. Ich kann relativ gut Deutsch, würde ich jetzt mal sagen, weil ich habe in Frankreich gelebt, aber habe dann auch... Habe eine eigene Restaurantkette gehabt, oha, auf Spitzengastronomie mäßig. Oha. Bin dann aber expandiert nach Österreich, habe dann dort die Sprache gelernt. Das R-Rollen ist mir noch ein bisschen geblieben, aber ansonsten, ja. Dann ist das alles zugrunde gegangen und jetzt bin ich hier. Ach so, und jetzt willst du hier dein neues Geschäft aufmachen? Das weiß ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Irgendwas schon, aber so ganz unter uns. Schauen, dass niemand zuhört. Ich habe mir in Frankreich von ein paar ganz heftigen Leuten ein bisschen Geld geliehen. Und das ist eigentlich der wahre Grund, wieso ich hier bin, um von denen abzuhauen. Okay. Und war dort ein bisschen im Untergrund mit ein paar Leuten. Also so. Musste da noch ein paar krumme Geschäfte drehen. Ja. Und jetzt, ja, werde ich das vielleicht hier weitermachen. Ich bin mir noch nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Crazy. Auch mal schauen. Erstmal hier ankommen, schauen, was es hier so gibt. Ja. Und dann mal weiterschauen. Ja. Martin, komm schnell, Junge. Momo, was ist los? Ey, nimm mich mit! Nimm mit! Ach du Scheiße, was ist hier denn passiert? Was ist hier passiert? Boah, ich hab Schmerzen. Was ist denn mit dir? Was ist passiert? Ich kann leider mein Handy gerade nicht zücken. Hast du Bauch? Hast du Bauchschmerzen? Ich bin gestolpert und mit dem Kopf voll gegen die Kante gefallen. Weißt du, was geht dagegen hilft? Ich hab gehört, Iborogast soll dagegen helfen. Ja, hast du eins dabei? Nee, leider nicht, ist zu teuer für mich. Moin! Wir haben uns auch schon kennengelernt, ne? Ja. Ja. Richtig. So. Richtig. Ja, wie war dein... Mein Name war Klausur. Klaus, ja. Ich bin der Momo. Freut mich. Momo. Ja, cool. Wollen wir vielleicht den Jungs hier hinterherfahren ins Krankenhaus? Wir könnten in meinen geklauten Mini Cooper steigen. Was hältst du davon? Ich habe auch ein Mini. Gekauft oder geklaut? Gekauft. Bin braver Junge. Ich bevorzuge den geklauten. Pass auf, jetzt hör mir zu, ich habe eine mega super, super Jutzler Idee. Erzähl. Pass auf, mein Traum, warte, ich mach mal eben Kleinkreis, soll nicht jeder mitbekommen. Mein Traum ist es, kennst du Italian Job? Nein. Kennst du den Film nicht? Nein. Mit den drei Mini Cooper? Ich kam als Flüchtling aus der Türkei, ich habe nicht mal einen Fernsehen gehabt. Du Scheiße. Ja gut, ist auch besser so. Also außer Nickelodeon war alles Schmutz. Pass auf, Italian Job, oha, scheiße, ich bin kurz erschrocken. Da sind so drei Leute, die haben mal einen Banküberfall gemacht und dann hat der eine die beschissen, ist abgehauen und, dann holen sie sich das Geld am Ende wieder und ja, im Rache, blibablub. Und das Coole ist, das ist so ein Team und die fahren alle drei Mini.
Und mein Traum ist es, hier in der Stadt so eine Crew zu gründen, so eine Mini-Cooper-Crew, weißt du? So die Minis oder so. Und ich bin auf der Suche, guck mal, weil es gab vier Leute. Es gab den Chef, das wäre zum Beispiel ich. Dann zum Beispiel so einen Typen wie dich, du wirkst auch ziemlich cool. Der ist dann der Beifahrer von so einem Bodybuilder. Und dann brauchen wir noch eine Frau. Und dann ist das so eine Crew aus vier. Und dann brauchen wir noch einen Hacker. Also fünf. Aber drei Minis nur, weißt du? Also fünf Leute mit mir, vier Leute, drei Minis, so. Minis sehen aber scheiße aus. Na, der sieht scheiße aus, ja, aber meiner ist wirklich eins, also meiner, ich war hier. Wo ist er denn? Ja, um die Ecke, komm mit. Hier, guck dir das Schmuckstückchen an. Alter. Geil, oder? Ich hab nichts gesagt. Für 5.000 gekauft, vier Felgen, mit Lackierung auch nochmal 4.000 drauf. Ein Schmuckstück. Kennst du den Mr. Beam Film? Ja, der hat doch auch so einen Grün, ne? Richtig. Boah, geil. Wäre auch eine Idee. Mhm. Guck mal, und jetzt wäre der Plan, das ist das Boss-Auto, die Frau fährt dann einen blauen Mini und die anderen beiden fahren einen weißen Mini. Das wäre dann so diese Dreier-Crew. Ich bin nicht überzeugt von dem Plan bislang. Ja, warum denn noch nicht? Muss mir vertrauen. Ich würde ganz gerne einfach nur wissen, ob mein Bro jetzt noch lebt oder schon. Ja, dann wollen wir ins Krankenhaus fahren? Fragen? Gerne. Komm, dann Abfahrt. Danke, danke. Ja, ja, yalla, 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 wie man immer so schön in der Türkei ist, oder? Richtig, richtig. Yalla! Da ist er doch, da sitzt er. Achso, hey! Motorrad. Hey, Jungs, hey! Hey, Momo. Moin. Und Klaus auch bei dir? Ja. Ich glaube, ich muss mal kurz an die Seite fahren. Ich sage euch eine Sache, super, Jungs. Danke dir. Klaus, du gehörst jetzt auch dazu. Wenn uns irgendjemand hier. Yes! In dieser Stadt. Ey, blöde Dicke! Hub die mich an. Entschuldigung, was? Wir sollten uns vielleicht mal auf den Straßenrand hinstellen. Ja, besser ist das. Was ist denn das für ein Kaffee? Wie schmeckt denn das? Ich habe noch nie Kaffee getrunken. Besser für dich so. Danke, Momo, alles so gut. Ja. Josef, tut mir leid, Josef, es war nicht absichtlich. Alles gut, mein Freund. Wie ist das überhaupt passiert? Was ist da bei euch schon wieder passiert? Wir wollten unsere alten Gewohnheiten wieder spielen lassen. Wir waren nämlich Butterfly-Künstler früher. Und jetzt wollte Momo einfach mal so wie früher schnell das Messer ziehen. Aber ist Butterfly nicht Schmetterlinge? Auch. Ja, auch. Genau. Ja, warte, ihr könnt Kunststückchen mit Schmetterlingen? Ja, richtig. Kann ich das mal sehen? Nee, ich habe kein Schmetterling da. Da ist der Schmetterling. Hilfe! Klaus. Alles gut, dir passiert nichts. Das Ding ist nur zur Selbstverteidigung da. Ich hab ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Nein, alles gut. Ding ist nur zur Selbstverteidigung da. Absolut. Falls uns irgendjemand überfallen will oder irgendetwas, weil die rechnen nicht damit. Das ist das Überraschungsmomentum. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die da auf einmal dastehen und sagen, was denn? Gib uns dein Geld oder so. Wir sagen, warte, ich gebe dir mein Geld. Warte, das ist in meiner hinteren Tasche. Warte. Oha. Also Momentum kenne ich sonst nur immer aus FIFA. Scheiße. Du, Hippie. Hey, ich bin kein Hippie. Wie war nochmal dein Name? Klaus Sual. Nee, Sual. Also Klaus, dann Namen umdrehen und dann das T am Ende weg. Klaus Sual. Klaus, magst du mir deine Nummer geben, damit wir für immer in Kontakt bleiben? Für immer? Du willst mein Freund sein? Ihr wollt alle meine. Ey, der klaut mein Motorrad. Oh, hey! Was ist da denn los? Hey, Jungs! Ja. Jungs? Ja. Das ist mein Motorrad. Das ist nicht dein Motorrad. Das ist mein Motorrad. Das ist nicht dein Motorrad. Wer sagt das? Das weiß ich, weil das mein Motorrad ist. Zeig mir deine Papiere. Ja, zeig mir deine. Hier sind meine Papiere. Ach du Scheiße. Jungs, wir wollen hier ganz entspannt unsere Sachen machen, okay? Bist du nicht Detlef? Ich bin Detlef, ja. Detlef, hey! Wie geht's hier? Oh, hey, Jungs! Was willst du jetzt? Jungs. Was ist hier denn los? Chillt ein bisschen. Ja, ich will mein Motorrad, Alter. Wer sagt, dass es dann? Ich habe das Motorrad vorhin mir genommen. Ja, weil das vor dem Krankenhaus stand. Das war mein. Nein. Ich hab vergessen abzuschließen. Ich habe einem Neuling geholfen. Und der hat vergessen abzuschließen. Erzähl dir keine Scheiße, Junge. Das stimmt gar nicht. Ich habe das genau nicht vom so Krankenhaus geholt. Ach, erzähl nichts. Warum kann ich dann aufsteigen und es geht sofort an? Dann will ich das sehen. Ja, warte.
Eine andere Frage, wie kriege ich in eine Zentralverriegelung rein? Den ultimativen Test machen, da vorne ist eine Garage, wir fahren hin und gucken, wer es einpackt. Okay, ich sag dir jetzt eine Sache, wenn du ein Wheelie mit dem Ding schaust, dann ist es dein Motorrad. Nee, wir fahren zur Garage und gucken. Was wenn du ein Wheelie damit schaust, dann ist es dein Motorrad. Hat, ja, was hat das eine mit dem damit zu tun? Wir fahren zur Garage. Wenn mir das zeigt, dass du gut damit umgehen kannst, ja, dann ist es dein Motorrad. Ich kann also machen nicht Wheelie. Gut umgehen, nix da, nix. Die Frage ist einfach, was machen wir zwei jetzt? Für das, dass du meine verpasst hast. Ja, haust eigentlich, du mir auch eine rein. Eigentlich schulde ich dir eine. Ja, das ist gar kein Problem. Ich Steig ab, dann ist 1-1 und fertig aus. Warte. Los jetzt, komm. Sonst kriegt dein Kumpel eine. Warte, der haut gerade ab, oder? Ich hab damit nichts zu tun, Junge. Hey! Hey. Das war okay. wegen deinem Kumpel. Was soll denn der Kopf doch da? Das will ich jetzt filmen. Machst du einen Vlog? Ja. Ey, das cool. Kommt auf YouTube drauf. Oh, cool, kann ich auch mit drauf? Nicht zu doll wehtun. Boah! Alles gut. Oha! Alles gut. Boah. Ich glaube, da läuft ein bisschen Blut aus der Nase. Visueller. Ich glaube auch. Ach du Scheiße. Ich glaube auch. Aber alles ich glaube, das kann man nicht monetarisieren, wie das heißt, oder? Alles gut. Oh weh. Jetzt wieder alles gut. Oh weh. Und bei dir? Sorry. Komm. Oh weh. Hau zu. Hau zu. Alles gut. Ja, gut, Jungs. Dann. Alles gut, Jungs. Alles gut? Ja, dann. Viel Spaß mit meinem Motorrad. Ja, ja. Und ja, wir sehen uns dann, gell? Ich zeig mit Kuhkack. Kann mal einsteigen! Oh jo! Jo jo! Steig mal schnell ein, guck mal, da kommt die Polizei. Ich muss schnell. Guck mal. Moin moin! Moin! Aber wir kriegen jetzt keinen Ärger. Oh oh, oh oh! Nein! Oh, oh. Wie? Fahren die hinter uns her? Nein, oder? Ja, umgedreht. Ich geb Gas! Meinst du, wir hängen die ab? Warte, markier mal schnell Depot. Da fahr ich dahin. Was für ein Depot? Depot! Abflipdienst! Schnell! Ich hab Hilfe! Hilfe! Ich halt an. Verdammt! Ich halt an. Scheiße. Langsamer aus dem Fahrzeug. Okay. Ich auch? Ich kann gerne sitzen bleiben. Danke. Moin moin! Moin. Können Sie sich vorstellen, warum ich Sie angehalten habe? Weil ich auf der falschen Straßenseite geparkt habe. Sie sind eventuell schnell durch die Stadt geheizt. Manchmal verwechsel ich Bremsen mit Gas, das ist aus Versehen. Tut mir leid. Ja. Ich wollte jetzt Ihnen keine Umstände machen. Sie können gerne die Hände wieder runternehmen. Okay. Gehen wir mal kurz runter von der Straße. Okay. Ja, ist ja auch gefährlich auf der Straße, ne? Eben drum. Ja. Haben Sie mal einmal bitte einen Führerschein für mich? Ja. Rob, meinst du, ich krieg Ärger? Ja, hoffentlich. Sag mal, Jonas, warum bist du so gemein? Ich hol dich nie wieder ab. Hol dich nie wieder ab, Blödmann. Du bist mir in der Lunke, du. Du bist ein Blödmann. Aber ich muss sagen, das Auto sieht schon schnieke aus, ne? Ist auch leider schneller als mein Mini, aber nur noch jetzt so. Also bald nicht mehr. Oh, jetzt Ruhe, Polizist kommt wieder. Ist alles in Ordnung? So, ja, alles gut soweit. Führen Sie denn einen Verbandskasten mit? Nee, also ich muss gestehen, also ich bin mit dem Auto, das ist gar nicht mein Auto. Okay, wem gehört das? Also wissen Sie, ich hatte gestern vielleicht, also ich trinke selten, aber ich habe gestern einen netten Mann kennengelernt, habe ein bisschen was getrunken und jetzt bin ich an der Autobahn aufgewacht und dann bin ich rumgelaufen, habe ich einen netten Mann gefragt, ob ich mir das Auto ausleihen kann und er hat ja gesagt. Okay. Ja. Also es stand beim Casino, war auch offen. War auch offen, sagen Sie? Ja. Okay, wem gehört denn das? Gute Frage. Ich weiß nicht, also mir nicht. Ich wollte gerade mein Auto abholen vom Abschleppdienst, weil ich glaube, das steht da. Okay. Sie wissen, dass Sie in der Stadt verpflichtet sind, immer einen Verbandskasten mit sich zu führen? Oh, ist das so? Ja. Also in meinem Mini... Ihnen sogar tatsächlich ein Bußgeld. Ach du Scheiße. Ich habe gar nicht mal so viel Geld. Ja. Ja, wie lange sind Sie auf der Insel, wenn ich fragen darf? Ein paar Tage. Ein paar Tage? Ja. Ja, dann sollten Sie es eigentlich mittlerweile schon besser wissen, ne? Ja, wie gesagt, ich habe mir das Auto ja nur ausgeliehen, um meins zu holen. Ich hätte das auch wieder zurückgebracht. Ja, das möchte ich hoffen. Und wie gesagt, das mit so schnell, wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Oh, ich glaube richtig schnell. Sie waren bei knapp 105 Meilen die Stunde in der Stadt. Was sind denn Meilen? Ja, Meilen, genau so. Meilen pro Stunde, exakt genauso. Ich kenne nur KMH. Ja, genau, das waren, wenn wir es umrechnen, sind wir bei knapp 130. In der Stadt. So schnell war ich? Und Sie wissen, was in der Stadt für ein Tempolimit herrscht? 100? Negativ.
Versuchen Sie es nochmal. 101? Wie die Dalmatiner? Leider nein. Genau 50. Oha, oh ja, dann war ich glaube ich ein bisschen zu schnell, oder? Deswegen, also irgendwie ja, 20 km/h zu schnell. Ein bisschen sehr zu schnell. Okay. Aber kein Problem. Wissen Sie was, ich habe heute einen guten Tag. Wir belassen es heute bei einer Verwarnung. Ja. Ich gebe Ihnen einmal jetzt Ihren Ausweis noch zurück. Ja, Führerschein meinen Sie, oder? Pardon. Wie? Ah, Sie haben mir einen Führerschein gegeben. Alles gut, ich wollte gar nicht an Ihren Kofferraum reingehen. Ich bitte um Verzeihung. Ja, ist ja auch gar nicht mein Kofferraum, ne? Dankeschön. So, einmal für Sie die Retour. Ja. So, und dann wie gesagt, dann möchte ich jetzt nächstes Mal mit 50 km/h hier in der Stadt okay, ansehen. Okay. Ich habe noch eine Frage. Also, nicht, dass ich es nicht weiß, aber wo kriege ich denn einen Verbandskasten her für meinen Mini? Den kriegen Sie an jedem Shop, wo Sie auch quasi Essen, Trinken kaufen. Ach so, ja, dann habe ich einen dabei. Dann haben Sie sogar einen. Ja, ich dachte, im Kofferraum muss ich den haben. Den habe ich noch nicht reingelegt. Wo Sie den haben, ist uns relativ Hauptsache, Sie können, wenn wir fragen, einen vorweisen. Ja gut, dann hätte ich ja gar kein Bußgeld bekommen, weil ich bin einen Schritt voraus. Wie gesagt, ich habe ein Auge zugedrückt aufgrund des zu Schnellfahrens. Deswegen seien Sie sich nicht zu sicher, dass Sie dieses Mal keins bekommen. Ja, ich mache nur Spaß. Alles klar, alles super. Okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, ich auch. Ihnen, also ich Ihnen auch. Tschüss. Hallo? Tschüss. Du hast so Glück gehabt, ne? Nee, warum Glück? Weißt du, wie teuer das ist? Was denn? Du hättest locker 15.000 bis 20.000 Dollar zahlen müssen. Wofür denn? Ich habe noch nichts gemacht. Bin nur 80 km/h zu schnell gefahren, das kostet 10.000 Dollar. 10.000 Dollar. Ach du heilige Scheiße. Mama, Platz da vorne. 10.000 Dollar. Ich hab doch so viel erst gestern verdient an einem Tag. Das ist ein Tageslohn. Mhm. Ach du, ich muss mal ganz schnell meine Vögel futtern. Vögel? Wie, du hast Vögel? Ich hab Vögel, ja. Ich bin gleich wieder da. Okay. Mein Gott, das ist mir hier aber alles zu bunt.